Ja, draußen, hier ist der Flex von Stronger Flex TV und heute gibt es nochmal eine richtig schöne Übung, um die Brustwirbelsäule zu mobilisieren. So, ich habe mich jetzt etwas stabiler aufgestellt, das kannst du nicht so sehen, stehe ein bisschen breiter. Und eine große Herausforderung bei dieser Übung ist, dass wir das nicht wieder aus der Lendenwirbelsäule heraus machen und mit dem Becken uns bewegen. Wir versuchen also diesen Bereich zu stabilisieren und wirklich auf Höhe der Brustwirbelsäule zu arbeiten. Letzten Endes fahren wir 4 Eckpunkte ab. 2 davon sind ziemlich leicht. Das ist nämlich der, wo wir nach rechts streben und der, wo wir nach links streben. Ja? Die 2 sind relativ leicht. Jetzt drehe ich mal ans Profil für die anderen beiden, die sind dann schwerer. Und zwar haben wir einmal vorne, da ziehst du die Arme ein bisschen nach hinten, schiebst dein Brustbein nach vorne raus und ziehst die Schulterblätter zusammen. Und dann die Gegenbewegung, wir kommen in den Rundrücken, wir schieben die Schulterblätter voneinander weg, ziehen das Brustbein nach innen und führen die Arme etwas nach vor. Das sind jetzt unsere 4 Eckpunkte. Und die bringen wir jetzt in Verbindung. Das kannst du am Anfang so ein bisschen eckig machen, also indem du praktisch eine Gerade von Eckpunkt zu Eckpunkt fährst. Und irgendwann versuchst du aber, es ein bisschen harmonischer zu machen und so eine Art Ellipse dann zu bilden. Also, rechts, jetzt Arme nach vorn, Brustbein reinsaugen, Schulterblätter weit voneinander weg, nach hinten, links raus und jetzt Brustbein nach vorne, Schulterblätter zusammen und wieder nach rechts, hinten, links, vor. Hier, 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 hier. Und jetzt versuche ich das ein bisschen harmonischer zu machen. Und eben eine runde Bewegung daraus. Vielleicht hilft dir es auch, wenn du deinen Brustkorb anguckst. Ja, wie gesagt, oder eben nimm einen Spiegel zur Hilfe. Und natürlich machen wir das in beide Richtungen. Versuch es schön zu machen, mach es erstmal langsam kontrolliert. Ja, und dann kannst du vielleicht ein kleines bisschen schneller anfangen zu arbeiten. Ich drehe mich vielleicht noch einmal ins Profil. Vielleicht hilft dir das noch. Rechts, hinten, links, vor. Rechts, hinten, links, vor. Ja, Übung macht den Meister. Und nimm dir ein bisschen Zeit dafür, lass das mal von jemand anders vielleicht gegenchecken, benutz mal einen Spiegel. Es braucht da ein bisschen koordinatives Lernen. Sollte dich die Übung frustrieren, weißt du, dass du da viel Potenzial hast und dass es genau deine Übung ist. Also ordne das richtig ein. Ne? Mach nicht nur die Sachen, die du kannst, sondern mach vor allem die Sachen, die du nicht kannst. Und was du auf jeden Fall kannst und trotzdem machen solltest, ist ein Däumchen nach oben geben für dieses Video. Bei Facebook oder Instagram vorbeischauen, je nachdem, was da gerade für ein Button aufleuchtet. Hier gibt es noch ein paar Videos, die vielleicht die ein oder andere Wissenslücke schließen. Und jetzt bin ich wieder raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.